Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai 2 ohne Tenkaichi. Ja, wir sind immer noch auf der Erde. Am Muskelturm kommt es nun zum Showdown. Ja, mit Freezer, man glaubt es kaum. Nicht wahr, Yamchu? Ja! Der gute alte Yamchu ist auch mit dabei. Während uns Freezer hier alle guten Sachen wegnimmt, das kann man auch eigentlich im Grunde nur dann verhindern, wenn man sich bereits in Richtung Freezer begibt, noch bevor man das Ginyu-Sonderkommando erledigt, glaube ich. Wie weit das aber möglich ist, keine Ahnung. Habe ich noch nie so wirklich ausprobiert. 510 ist mir sowieso viel lieber. Sollten wir mal mit Yamchu mal ein bisschen graben? Also wir gehen erstmal hier hin und ja, ab da können wir ja mal ein bisschen graben mit Yamchu. Denn Son Goku soll es mit Freezer aufnehmen. Das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Zunächst einmal. Son fucking Goku. Dankeschön. Juhu! Impfstoff! Das ist wichtig. Wenn wir jetzt noch Virus-Herzerkrankungen dazu bekommen, können wir da, glaube ich, einen relativ guten Effekt rauskriegen. Nämlich, dass wir uns selbst heilen können, während unser Gegner kontinuierlich Energie verliert. Irgendwas war da. Genau weiß ich es aber nicht mehr. Es ist schon einfach zu lange her. Yamchu, grabe ein wenig. Juhu! Hey, Yamchu hat Angriffskraft bekommen. In diesem Sinne, hallo Yamchu. Ja. Wieso sage ich jetzt andauernd hallo Yamchu? Ich weiß es nicht. Oh, ich brauche Angriffskraft. Ob Freezer sich jetzt wohl Yamchu annimmt? Ich hoffe nicht. Aber wird wahrscheinlich doch so sein. Wenn nicht, nimmt sich Yamchu eben Freezer an. Yeah. Ja, das ist ein Witz. Wir kämpfen mal wieder mit einem Yamchu ohne Skills. Besiege den Feind. Gott sei Dank keine Neuerungen. Weil ohne Skills, wenn dann jetzt noch wer irgendwie Energielevel um die Hälfte verringert oder irgendwie sowas. Oder was weiß ich was. Oder Virus-Herzerkrankungen etc. Dann wäre das eine ziemlich üble Geschichte. So, allerdings haben wir eine Chance. Wobei Freezer jetzt natürlich deutlich zäher ist als Rikum oder Ginyu. Ja, und da ging wieder der obligatorische Leck am Anfang los. Hoppala. Freezer hat sehr viel Energie, sehe ich gerade. Da ist es ganz praktisch, dass wir mit Yamchu jetzt mehr Angriffskraft haben. Ja. Wenn ich bloß noch wüsste, wie das mit dem Energieaufladen ging. Ich meine, auf der anderen Seite, mit Yamchu brauchen wir es jetzt nicht wirklich, weil er sowieso keine Techniken hat, die er jetzt einsetzen kann, aber es wäre trotzdem mal interessant. Moment, ich glaube, jetzt habe ich den Seitenschritt gemacht, warum auch immer. Ach. Ich glaube, eben habe ich es. Eben weiß ich es wieder, wie das ging. Oh Gott, einen Moment! Oh Gott! Yamchu? Autsch! Jawohl! Mach erstmal Freezer fertig, das ist ja schlimm. Das ist jetzt einfach pures Gekloppe hier, weil anders geht's gerade mit Yamchu nicht. Man könnte sagen, das war jetzt Schlag- und Trittgespamme. Aber wollen wir mal nicht so sein. Juhu! Nein, 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 nicht schon wieder. Ich wollte doch eigentlich mit Son Goku gegen Freezer. Oh Mann. Na gut. Dann werde ich Folgendes machen. Dann nutzen wir diese Chance, die sich uns gibt. Und probieren mal ein bisschen was aus. Ja, ich will nämlich mal ausprobieren, wie man sich nochmal auflädt. Es ist also gut möglich, dass ich diesen Kampf jetzt verliere, weil ich mich jetzt hauptsächlich darauf konzentrieren werde. Jetzt habe ich schon wieder einen Seitenschritt gemacht, aber ja, okay. Also so ging das mal nicht. Ich finde es aber noch heraus. Yeah.
Ja, genau so ging das. X, X gedrückt lassen und dann irgendwie nach hinten oder so war das. Ja, genau so ging das. Perfekt. Gut. Lustige Freezer-Zeit. Ja, ja. Oh, ich glaube aber, dass wir diesen Kampf verlieren werden. Oh, shit. Freezer? War mir nie wütend. Ich bin immerhin Yamchu. Verdammt. Und vielleicht ist genau das das Problem. Auf diese Weise verlieren wir dann aber auch mal einen Kampf. Ist das nicht schön? Es sei denn... Es sei denn, es geht genauso weiter. Dann wird das aber wahrscheinlich nicht. Freezer wäre, wie gesagt, schon... Ja, und das haben wir jetzt definitiv verloren. Freezer war definitiv schon einer der etwas zäheren Sorte von den Gegnern. Ja, und das war's. Hier kann man sagen, das erste Mal, dass man sich ein bisschen anstrengen muss, wenn man das Spiel nicht beherrscht zumindest. So wie das jetzt aktuell bei mir der Fall ist, weil ich halt wirklich schon sehr, sehr lange das Ganze nicht mehr ausgiebig gezockt habe. Gut. Aber das soll keine Ausrede sein. Wir kümmern uns jetzt darum, dass Yamchu erst einmal hier wegkommt. Und wehe, Freezer, du verfolgst jetzt Yamchu. Nein, natürlich nicht. Er geht auf Son Goku. Jo. Und wir erleben mal wieder eine Zwischensequenz. Wenn sie denn mal geladen wird. So, you're Freezer, huh? You're a lot more puny than I thought. I see. And you're a lot stronger than I thought. I'm a little bit surprised that there's someone in the world stronger than Captain Ginyu. But you are still no match for me. Maybe, but we don't know that yet. You've got a lot of nerve. Ja, ja, seid ihr dann mal fertig, euch gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren? Gut. Oh, vielleicht kann ich dich ja wirklich nicht besiegen, großer Freezer. Ja, finden wir es heraus. Ich meine, immerhin bist du viel stärker, als ich dachte. Oh, ja, du auch. Und oh, du bist viel schöner, als ich dachte. Oh, danke, du auch. Oh, du hast eine wunderschöne Haut, Freezer. Ah, Mutroshi! Besiegen wir den Giftzwerg. Und... Ich werd bekloppt. Der hat die Energie aus dem Yamchu-Kampf. Das wusste ich gar nicht mehr. So ist die Sache natürlich im Kinderspiel. Machen wir trotzdem zur Sicherheit die Kaioken. Und perfekt! Yeah! So war es natürlich wirklich einfach. Behielten die ihre Energie aus den Kämpfen? Das würde die Sache deutlich einfacher machen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Vielleicht kann mir das noch jemand sagen. Ja. Weil nach diesem Part werde ich die Blockaufnahme dann erstmal beenden. Ich habe jetzt also die ersten vier Parts sind jetzt an einem Stück aufgenommen worden. Deshalb nicht wundern, wenn ihr mir Tipps gegeben habt, dass sie erst ab Part 5 oder so berücksichtigt werden. Okay. Wieso sieht das nicht gut aus? Du hast gerade gewonnen. Und er hat nur noch einen kleinen Balken. Du willst mir doch nicht sagen, dass du das nicht schaffst, Son Goku. Etwas mehr Vertrauen in deine Fähigkeiten. Super Saiyajin! Wuhu! Ja. Toll gemacht, Mutenroshi. Das war schön. Ja doch, hat mir gefallen. Na, endlich geht's los, meine Güte. Da. Ah, verdammt. Ja, erstmal. Und so, genau. Und die... Ach, Mist. Das war nicht gut. Die Kaioken, wollte ich sagen, aber... Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas, außer vielleicht noch Drachenwurf etc.? Ja, das war jetzt ein bisschen riskant. Ah, ja, okay, sehr gut. Freezer macht ernst, da müssen wir es auch. Dann bleibt jetzt keine Zeit für Experimente. Ja, das sollte ich mir wirklich fürs Training oder was aufsparen. Das sollte ich nicht im Let's Play machen. Überhaupt, dass ich hier völlig unvorbereitet in dieses Let's Play gehe, wie gesagt, ist eigentlich nur der Tatsache geschuldet, dass
viele von euch dieses Projekt halt jetzt schon sehen wollten und ich aber nicht zum Trainieren gekommen bin, weil so viele andere gute Games in letzter Zeit rauskamen, die ich lieber zocken wollte. So, mit einem einfachen Tritt in die Leisten. Beendet. Ich glaube, Namek war dann schon eine Ecke härter, aber richtig schwierig wurde es eigentlich erst ab der Buu-Saga. Super Drachenfaust, ja, die hatten wir schon. Aber die sollten wir vielleicht irgendwann Son Goku auch mal geben, diese Skills. Die hat die am Schuh gekillt. Oh, doch nicht. Tja, sieht wohl eben doch so aus, Son Goku. Okay, was bekommen wir jetzt? Schneebedeckte Berge können wir jetzt im Stufenauswahlmenü wählen. Also, diese nette kleine Stage hier, also das Kampffeld. Nette Sache. Gut, und bevor wir jetzt aber nach Namek gehen... Oh mein Gott. Es ist... Vegeta! Ring, 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 ring. Vegeta! Phone. Ja, ihr seht also, sehr verwirrende Story. Das muss man dem Spiel vielleicht so ein bisschen vorwerfen. Ich meine, es muss ja nicht originalgetreu sein, aber es wird halt doch sehr, sehr wenig erklärt. Und wir können wieder einen Kampfpartner wählen. Und in diesem Fall weder Krillin, noch Tenshinhan, noch Yamchu. Wir werden Piccolo nehmen. Ist mir persönlich am liebsten für den Moment. Gut. Ich meine, Piccolo ist immerhin der Super Namekianer. Gut. Aber wir werden uns dieser Karte jetzt noch nicht annehmen. Wir gehen auf Ende. Und dann will ich nochmal kurz gucken, wie man sich diese Skills einstellt. Das kann ich ja jetzt in diesem Part noch zeigen. Die Skills ändern. Da haben wir es. Starte deine Charaktere mit neuen Skills aus. Yeah! Und das müsste sich dann eigentlich auf den Story-Modus übertragen. Ich hoffe es zumindest. Okay. Wow, ich habe schon 11% aller Kapseln. So, wir gehen zuerst mal auf Son Goku. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe die Kaioken weggenommen. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, zack. Jetzt können wir hier noch was dazu nehmen. Support, da ist eigentlich noch nichts für uns drin, würde ich sagen. Zumindest nichts, was ich unbedingt nehmen müsste. Okay, gut. Dann wählen wir noch für Piccolo, weil wir ihn jetzt ausgewählt haben. Haben wir... Nee, da haben wir noch nichts Neues. Okay, klar, logisch, wir haben ja noch nicht mit ihm gekämpft und folglich hat er auch noch keine neuen Skills, die wir verwenden können. Aber Yamchu hat sie. Und das kriegt er jetzt auch alles mal direkt. Gut. Tenshinhan, haben wir für dich was Neues? Nee, auch nicht. Alles klar. Für Krillin gibt es auch noch nichts Neues. Der hat aber auch schon Skills. Alles klar, dann denke ich, haben wir hier keine Probleme mehr. Jetzt bin ich nur mal gespannt. Jetzt gehe ich doch noch mal kurz in den Story-Modus zurück und schaue mir mal an, ob sich die neuen Skills von Son Goku sich tatsächlich jetzt übertragen haben. Ich weiß es nämlich nicht genau.
Wie gesagt, dieses Spiel ist so lange her. Naja, gut, das letzte Mal. Wann habe ich denn das letzte Mal gespielt? Vor einem halben Jahr oder so. Eigentlich ist das so ewig noch nicht her. Das war so ziemlich zeitgleich zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 angefangen habe mit dem Let's Play. Da habe ich auch dieses Spiel mal wieder rausgekramt. Ich werde jetzt einfach mal testweise gegen Vegeta kämpfen. Und mal gucken, ob es neue Skills gibt. Dann machen wir eben doch noch diesen Kampf. Zack, das brauchen wir nicht. Und wir schnappen uns natürlich zuerst bei den Dragon Ball Radar. Ist ja logisch. Und wir finden unseren Dragon Ball, oh, weit hinten im Gebiet der Gegner. Riku, Ginyu und so weiter bewachen ihn. Und werden sich wahrscheinlich auch demnächst hier alle guten Sachen schnappen, die es gibt. Aber jetzt kommt es erstmal zum epischen Aufeinandertreffen zwischen Vegeta und Son Goku. So. Kakarot, it's you. This is perfect. Before I defeat Frieza, I will dispose of you. Vegeta, this isn't the time for us to be fighting. If we don't get rid of this Frieza guy, things are going to get awful. Grumble all you want, but do it after you've fought me. Interessant, wie bestens die beiden einfach schon miteinander vertraut sind hier. Aber gut. Wie gesagt, diese Story sollte man nicht in allen Details, sage ich jetzt mal, ernst nehmen. Alles klar, dann beginnen wir den Kampf. Na, jetzt hätte ich mir... Ich Idiot, jetzt hätte ich mir doch mal die Skills anschauen können. Wieso habe ich das jetzt nicht genutzt? Muten Roshi, warum hast du mir das nicht gesagt? Weil ich mich lieber drehe und fliege und tanze und springe. Juhu! Ja, genau. So, Vegeta. Und Tatsache, da haben wir die Super Drachenfaust. Oh Gott! Ja, ja. Hoffentlich lässt Vegeta sie uns... Oh, sein Mist! Ich will die Super Drachenfaust einsetzen. Mann, du Penner! Oh, Energiegespammer. So. Oh, ich hasse dich, Vegeta. Echt, ich hasse dich. Und das. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Eigentlich hätte das die Kombination sein müssen für den Super Drachenwurf. So, nochmal. Es hat wieder nicht geklappt. Komisch. Wir haben keine Ki-Einheit im Moment. Egal. Zack, du bist tot. Schade. Na gut, dann zeige ich das beim nächsten Mal. Weia. Ich muss noch eine Menge trainieren. Hier ist eine Menge zu tun für mich. Aber nichtsdestotrotz. Wir sind auf Namek und wir kommen insgesamt sehr gut voran. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP.